Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute Brötchen backen und zwar die kleinen Möhrchen. Schaut mal, so sehen sie aus. Das ist die Unterseite. Fluffig und knusprig. Ging ganz easy, ganz einfach. Und wie ich meine kleinen Möhrchen gebacken habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, für unsere Brötchen benötigen wir als allererstes 150 Gramm Möhren. Also ihr könnt normale Möhrchen hernehmen. Ich habe jetzt noch solche lilanen Möhrchen hergenommen. Ich weiß nicht, wie sie ausschauen, weil mit den lilanen habe ich nicht noch nicht gebacken. Ich habe letztens so ein Mischpaket mit den normalen, die was wir alle kennen, mit den gelben und mit den lilanen mitgenommen. Ja, die werde ich jetzt verwenden. Also insgesamt braucht ihr 150 Gramm, egal welche, Hauptsache ihr habt Möhrchen. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ihr die ganz normalen zu Hause habt. Ne? Also das spielt keine Rolle, Möhren sind Möhren. Die werden wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5 mal zerkleinern. So, dann schauen wir mal, wie fein sie sind. Ja, passt. Schaut schon witzig aus mit dem dunklen. Schaut mal. Aber ich glaube, die sind so okay. Die werde ich jetzt umfüllen. Brauchen wir unser Quellstück, das habe ich am Abend schon vorbereitet. Und zwar, wie ich mein Quellstück hergestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Also jetzt am Vorabend habe ich jetzt hier 20 Gramm Leinsamen geschrotet, 20 Gramm Sesam und 20 Gramm Sonnenblumenkerne. Das gibt jetzt praktisch zusammen 60 Gramm und ich gebe jetzt 60 Gramm dazu. Richtig heißes Wasser. So. Und ja, das tue ich dann umrühren, gebe Alufolie, sage ich schon, frische Haltefolie drüber. Und dann darf es nämlich quellen. Bis morgen früh. Ja, und heute sieht es so aus. Also ich habe gestern Abend nochmal 10 Milliliter Wasser dazugegeben, weil es doch recht schnell aufgesaugt hat. Also dann guckt ihr mal, ihr könnt zwischen ja, 60 und 70 Gramm Wasser praktisch hernehmen. Ich empfehle euch wirklich, immer wenn ihr Brote backt mit Körnern, macht vorher ein Quellstück, denn eure Körner werden nämlich die Flüssigkeit vom Brot aufsaugen und dann wird es nämlich meistens immer trocken. Und das ist nämlich nicht der Fall, weil die sind ja jetzt schon mit Wasser aufgesaugt und da bleibt nämlich euer Brot saftiger. Also das wäre jetzt ein Tipp von mir und ob ihr macht oder nicht macht, das bleibt euch überlassen. Also unser Quellstück haben wir gestern schon gemacht. Jetzt werden wir aber Wasser mit Hefe erwärmen und zwar nehmen wir jetzt 300 Gramm Wasser. Ein Päckchen Trockenhefe oder einen halben Würfel frische Hefe oder wer den Teig über Nacht gehen lässt, macht noch einen viertelten oder bloß so ein erbsengroßes Stückchen Hefe hinein. Den Teig könnt ihr easy peasy über Nacht gehen lassen. Eine Prise Zucker. Das ist ja wie immer unser Futter für die Hefe. Und die werden wir jetzt 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmen. Und wer praktisch den Teig über Nacht im Kühlschrank gehen lässt, der lässt diesen Schritt mit dem Erwärmen weg und arbeitet nur mit kalten Zutaten.
Ja, unser Wasser mit der Hefe und ein bisschen Zucker ist jetzt erwärmt. Nun geben wir die restlichen Zutaten dazu. Und zwar habe ich jetzt Möhrchen drin. Hier unten habe ich 200 Gramm Weizenmehl Typ 1050 mit 50 Gramm Weizenvollkornmehl gemischt. Deswegen ist es hier dunkler. Seht ihr das? Und hier habe ich 250 Gramm Weizenmehl Typ 550. Das habe ich jetzt alles in ein abgewogen. Aber ihr habt ja das Rezept sowieso, oder steht ja sowieso dann. So, dann kommt ein Teelöffel Backmalz dazu. Das wisst ihr, das gebe ich ja immer hinein. Ja, dann 1,5 Teelöffel Salz. Unser Quellstück. Komplett so wie es ist. Nichts verschwendet. Und dann werde ich es als allererstes mal kurz ankneten und danach gebe ich erst unsere Möhrchen rein. Und zwar die werde ich jetzt 3 Minuten auf der Teigknetstufe. Ja, unsere 3 Minuten Knetzeit ist vorbei. Jetzt geben wir die Möhrchen dazu. Ich zeige euch mal, wie er aussieht. So sieht mein Teig jetzt aus. Und die werde ich jetzt 1 Minute auf der Teigknetstufe nochmal unterkneten. Ja, unsere Knetzeit ist jetzt zu Ende. Ich habe jetzt hier meine Schüssel schon gefettet, aber das wisst ihr ja, das muss ich ja, glaube ich, nicht noch ein paar Mal so bei meinen Filmchen sagen. So, tun wir jetzt umfüllen. Schaut mal, wie sich der aussieht. Guck mal, mit meinen lilanen Möhrchen. Ach, da holen wir jetzt den Rest noch raus. Viel ist ja nicht. Schaut. Das heißt aber jetzt nicht, ihr könnt dieses Rezept nicht mit normalen Möhrchen machen. Nee, nee, so ist es nicht. Ich wollte bloß einfach nicht nochmal lostigern, um die gelben Möhrchen zu besorgen, wenn ich die anderen da habe. Also, Möhrchen zu Möhrchen und dem Teig ist es egal. Euch nochmal. So sieht der Teig jetzt aus. Deckel drauf. Und wer den Teig jetzt mit Übernachtgare macht, der tut ihn jetzt einfach in den Kühlschrank stellen bis morgen früh. Wie gesagt, aber Hefe reduzieren. Am nächsten Tag 1 Stunde akklimatisieren lassen und dann nach Rezept weiterarbeiten. Wir wollen sie gleich backen und deswegen lasse ich meinen Teig jetzt eine Dreiviertelstunde bis 1 Stunde, bis er sich schön verdoppelt hat, einfach gehen. Ja, viele sagen jetzt, würde ich labere zu viel, aber mir ist es wichtig, damit ich euch mein Wissen euch weiter mitteilen kann, sozusagen, und nicht einfach nur irgendein Filmchen hinschmeiße und sage, so, jetzt macht mal, sondern ja, ich möchte eigentlich mein Wissen euch praktisch weitergeben. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns später, wenn der Teig gegangen ist. Ja, meine Arbeitsfläche habe ich schon vorbereitet, da dürft ihr jetzt gut Mehl heute drauf tun, nicht so, wie ich immer gesagt habe, sparsam, heute etwas mehr. Dann habe ich in einem Schüsselchen Pi mal Daumen 6 Kornflocken, dann habe ich schwarzen Sesam, weißen Sesam, Mohn, dann habe ich Leinsamen, das habe ich jetzt alles vermischt. Ihr nehmt die Körner, die ihr natürlich zu Hause habt und die ihr mögt. Ja, und jetzt kommt mein Teig. Schaut mal. So sieht er aus. Stutzen wir jetzt. Dann gebe ich jetzt noch etwas Mehl oben drauf.
So. Dann halbieren wir ihn. So. Und jetzt praktisch Blatt drücken. Ihr braucht nicht schleifen, ihr braucht euch gar nichts machen. Etwas Blatt drücken, so ungefähr. Ja, so 24 cm Durchmesser. So, die schöne Seite. Lassen wir oben. Ja, so 24 cm Durchmesser. Und dann halbieren wir ihn. Ja. Die Hälfte halbieren wir wieder. Ah, das ist noch zu groß. Und wir achteln. So, ja. So ist okay. Das sind jetzt erstmal die ersten Teiglinge. Dann wollen wir mal auf die Seite parken, dass wir den zweiten auch noch hernehmen. So. Und mit dem fahren wir genauso fort. Einfach so circa 24 cm Durchmesser Blatt drücken. Ja, also das seht ihr das hier? Hier, dieses Luftbläschen. Richtig schön fluffig. So, wieder halbieren. Jetzt suchen wir die schöne Seite, weil die untere ist nicht so schön. Die schöne Seite praktisch mit Wasser besprühen. Und du musst sie in die Saaten hineintunken. Und dann legen wir sie praktisch mit dieser Saatenseite auf unsere Arbeitsfläche. So. Das machen wir jetzt praktisch mit allen. So, meine Teiglinge sind jetzt alle mit Körner bestreut oder getunkt. Hab sie praktisch mit der Körnerseite nach unten auf meine Arbeitsfläche gelegt. Und jetzt werde ich sie zudecken. 20 Minuten gehen lassen, so wie sie jetzt sind. Mein Backofen werde ich in der Zeit schon mal auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und dann werde ich sie einfach umdrehen, auf mein Backblech geben und dann backen. So, ihr Lieben, meine Gehzeit ist jetzt beendet. Mein Backofen ist auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ein Backblech habe ich auch schon hergerichtet. Wer kein Lochblech hat, ist gar kein Problem. Ihr nehmt ein ganz normales Backblech mit Backpapier dann auslegen. Ja, und jetzt nehmt ihr euch am besten so eine Teigkarte. Da geht es am besten und schwupp, legt ihr das auf euer Backblech. So, ich tue mal alle auf meinem Backblech mal drüber legen und ein bisschen Mehl weg. So. So, mein erstes Backblech ist jetzt voll. Jetzt werde ich sie nochmal mit Wasser besprühen. So. Und dann kommen sie praktisch mit der Schwadenfunktion in den Backofen. Wer keine Schwadenfunktion am Backofen hat, tut jetzt einfach oder hat beim Backofen vorheizen eine feuerfeste Schale mit im Backofen und gibt dann das Backblech hinein und in die Schale dann 50 ml Wasser, schließt sofort die Ofentür und dann habt ihr praktisch auch einen Wasserdampf oder entsteht ein Wasserdampf in eurem Backofen. Ja, mein Backofen hat die Schwadenfunktion und deswegen 20 Minuten bei 220 Grad mit Schwaden in den Backofen. Ja, ihr Lieben, mein erstes Blech ist jetzt fertig. Das zweite habe ich jetzt in den Backofen gegeben. Schaut mal, das ist die Unterseite. So
noch ganz heiß. Richtig fluffig. Ah, hot, 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 hot. So, jetzt lasse ich sie komplett auskühlen und warte, bis mein anderes Backblech fertig ist. Und ja, kriegt man ja gleich Hunger. Und dann schneide ich eine mit euch an, wie gesagt. Aber die soll erst komplett ausgekühlt sein und dann ja, sehen wir uns wieder. Ja, ich zeige sie euch mal schnell. Schaut mal. Wie fluffig, die sind richtig, richtig mega fluffig. Die Unterseite. Ach, hot, 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 hot. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon. Meine kleinen Möhrchen sind jetzt fertig. So sehen sie jetzt aus. Ihr könnt sie auch eingefrieren, also ist gar kein Problem. Und dann einfach gefroren im Backofen nochmal kurz aufknuspern. Schau mal. Und hier auch mal. Total fluffig, total lecker, mega lecker, also wirklich mega lecker. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sie mit den lila Möhrchen aussehen, weil so habe ich sie nämlich auch noch nicht gebacken mit den Möhrchen. So, ich schneide jetzt eine auf. Total witzig, wirklich total witzig sehen sie aus. Ich glaube aber, mit den Orangen schauen sie etwas besser aus. Ja, schaut mal, hier seht ihr diese tolle Porung. Lasst euch jetzt ja nicht von dem Lilanen irritieren. ja, so sehen sie jetzt aus. Hat aber auch etwas, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist der Boden. Ihr seht, also es sind ganz weiche, fluffige Brötchen und es ist wirklich kein Hexenwerk. Ihr habt es wirklich gesehen mit ganz normalen Zutaten, die jeder zu Hause hat. Und jetzt probiere ich mal. Die sind so lecker. Die sind mega, mega lecker. Richtig lecker. Ja. Probiert es nach, ob ihr jetzt lilane Möhrchen nimmt oder gelbe Möhrchen nimmt. Das ist eigentlich Bummel, aber es schaut schon witzig aus, so finde ich. Ja, probiert es einfach nach. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch die kleinen Möhrchen geschmeckt haben. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.